12.000 Jahre alter Wall zwischen Köln und Aachen. Und die Besatzung leistet seit über 6 Jahren erfolgreich Widerstand gegen die Braunkohle im Rheinland und damit gegen RWE. Ja, und in den letzten Wochen gehen die Berichte über den Wald in den Medien rauf und runter. Doch noch nie hatte die Bewegung so viel Rückhalt in der öffentlichen Meinung wie jetzt. Aber während in Chemnitz der rechte Mob tobt, entscheidet sich die Polizei für eine dauerhafte willkürliche Präsenz im Hambi, statt den Nationalsozialisten Einhalt zu gebieten. Seit Tagen führt die Polizei Personenkontrollen durch und verwehrt die Versorgung mit Wasser und Klettermaterial und Baumaterial auch. Und das wollen wir nicht akzeptieren. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Und außerdem dürfen wir auch nicht vergessen, dass diejenigen, die besonders hart durch die polizeiliche Repression betroffen sind, immer noch im Knast sitzen. So zum Beispiel Samantha, auch bekannt als UP3, die als Exempel für 9 Monate ohne Bewährung verurteilt wurde. Ja, zeigen wir, dass die Solidarität auch hier gewinnt. Schreibt Briefe und informieren könnt ihr euch beim Anarchist Black Cross Rheinland. Doch all die Schikanen, die Polizei als ihr Exempel und ihre willkürliche Repression haben keine Macht. Der Wald war noch nie von so vielen AktivistInnen besetzt. Die Bewegung ist so stark wie noch nie. Und noch nie war der Zusammenhalt untereinander größer. Ja. 2018 ist ein Jahr des gemeinsamen Kampfes. Für einen vielfältigen Widerstand, für ein Klima der globalen Gerechtigkeit und für selbstverwaltete Freiräume. Die sind im Moment allerorts in Gefahr, egal ob im Hambacher Forst oder im AZ Köln. Oder anderswo. Gemeinschaften müssen wachsen und Utopien weiter gesponnen werden. Wir verteidigen unsere Freiräume überall, ob auf den Straßen Kölns, in den besetzten Häusern oder in den Wäldern. Wir stehen Seite an Seite und kämpfen zusammen für eine gerechtere Zukunft. Die Formen der Partizipation sind vielfältig, zum Beispiel durch Soli-Aktionen für die gefährdeten Orte. Dennoch wissen nicht alle Leute über die akuten Bedrohungen. Die kapitalistischen Staaten, die jegliche Form der Eigeninitiative unterdrücken, müssen gestört und gestürzt werden. Ob Besetzung oder Unterholz, zusammen werden wir die Räumung verhindern und zu einem ein Desaster für RWE werden lassen. Kein Meter der Kohle. Nein zu dreckigen Braunkohle und ja zu einem revolutionären Systemwandel. Hambacher Forst verteidigen, wir bleiben alle! Ich würde noch einen kleinen Sprech kommen und anstimmen. Ich sag Hambi, ihr sagt bleibt. Hambi? Nein! Hambi? Nein! Hambi, Hambi, Hambi? Nein, nein, nein! Vielen, vielen, vielen Dank dafür! Sehr schön. Wir wollten noch mal darauf hinweisen, dass hier vorne so ein Fahrrad durch die Gegend fährt. Das hat so grüne Körbe hinten im Anhänger. Da findet sich eine silberne Spendenbox, wo wir für den Hambi Spenden sammeln. Wenn ihr also Lust habt, dürft ihr das gerne suchen und dann da was reinschmeißen. Genau, und wir würden uns jetzt weiter auf den Weg machen und vielleicht ein paar Sprechchöre noch anstimmen, bevor wir weiter...